Mit GarageBand wird dein iPad zu einem doch recht mächtigen Tonstudio. Du kannst natürlich ein Instrument direkt aufnehmen über das Mikrofon. Über die MIDI-Schnittstelle kannst du mit einem Synthesizer einen Song einspielen. Ich als Nichtmusiker behelfe mir in diesem Videotutorial mit den vorinstallierten automatischen Instrumenten. Mir geht es im Moment mehr darum, dir aufzuzeigen, wie du mit diesen Spuren arbeiten kannst. Ich erstelle ein neues Dokument und hier habe ich diese Instrumente. In diesem Fall wähle ich Drums. Du siehst, mit akustischen Drums könntest du das manuell einspielen. Aber in diesem Fall wähle ich Smart Drums und da kannst du mal die Würfelfunktion ausprobieren. Da wird dir automatisch ein Rhythmus zusammengestellt. Und den kannst du auch noch etwas anpassen. Das heißt, du kannst in der vertikalen zwischen laut und leise wechseln und in der horizontalen wählst du die Komplexität des Rhythmus. Und so kannst du deinen Rhythmusteppich beliebig anpassen. Nun nehme ich das mal auf. Hierfür deaktiviere ich das Metronom und das Einzählen, das brauche ich im Moment auch nicht. Ich lasse das mal für die ganze Strecke laufen. Also 8 Takte lang setze ich meinen ersten Rhythmusteppich und unterbreche nun. Ich gehe zurück zu der Instrumentenwahl und gehe nun zu Bass, auch hier wieder zu Smart Bass. Hier hast du verschiedene Instrumente zur Wahl, auch so Synthesizer. Und wenn du auf Autoplay gehst, da wird dir eine ganze Basslinie gespielt. Ich nehme nun mal diesen Liverpool. Ich drücke die Rekord-Taste. Und automatisch wird jetzt diese Basslinie gezupft und bei der Hälfte, also nach 4 Takten, wechsle ich auf G. Und wenn ich fertig bin, dann stoppe ich wieder. Schau mir das mal in der Spur an. Du siehst hier schön den Tonartwechsel. Zuerst 16 Schläge mit C und jetzt nach Ablauf des vierten Taktes bzw. nach 16 Schlägen geht es zu G. Das tönt jetzt so musikalisch versiert, ich habe keine Ahnung, ich nutze hierfür einfach eine Anleitung. Jetzt machen wir eine erneute Spur. Kommt noch eine Gitarre dazu, wiederum Smart Guitar. Da wählen wir jetzt Hard Rock und wiederum zuerst 4 Takte im C. Schauen wir mal, wie das so tönt. Nehmen wir mal das, aber natürlich wieder mit C und ich starte. Auch hier schauen wir wieder die Spuren an. Du siehst, jetzt ist das voll.
Jetzt das Problem ist ein bisschen, wir haben jetzt nur 8 Takte. Das reicht natürlich nicht für einen ganzen Song. Mit diesem Plus hier könnte ich diese Länge noch erweitern. Ich tippe auf Abschnitt A und kann jetzt bestimmen, wie viele Takte das es haben soll, beziehungsweise mit automatisch wird einfach die Spur beliebig verändert. Diese Abschnitte haben durchaus ihren Vorteil. So kannst du den Song strukturieren und gewisse Elemente, die immer wieder kommen, wieder mit duplizieren, erneut einfügen, zum Beispiel bei Strophe und Refrain. Das ist so ein typisches Merkmal von Songs. In diesem Fall aber nutze ich doch nicht. Ich möchte einfach in diesem Abschnitt A ein bisschen rumspielen und beispielsweise jetzt, indem ich mal die Basslinie erst beim zweiten Takt oder nach dem zweiten Takt starte und die Gitarre, die beginne ich sogar noch ein bisschen später. Die müssen jetzt von der Tonart natürlich parallel sein, aber ich lasse zuerst einmal den Bass einen Takt spielen, beziehungsweise zwei, dann kommt die Gitarre für zwei Takte und dann kommt der Tonartwechsel. Schauen wir uns das mal an. Und dann hört aber das Schlagzeug auf. Ich könnte jetzt da auch die ganze Spur einfach erneut kopieren, wieder einfügen. Ich zeige dir einen anderen Trick. Das Schlagzeug ist ja, repetiert sich jedes Mal bei jedem Takt wieder. Deshalb kürze ich es auf so einen Abschnitt, wähle mit dem Kontextmenü, indem ich also erneut drauf tippe, Loop. Und jetzt wird das einfach bis zum Ende erweitert. Ich kann diese Loops aber auch kürzen und später erneut einsetzen. Probieren wir es vielleicht mal so. Ich kopiere das mal und füge es hier wieder ein. Mal schauen, wie es jetzt tönt. Du siehst, du kannst also damit spielen, dass der Rhythmusteppich wieder unterbrochen wird, dass man nur die Gitarre hört oder nur den Bass. Natürlich kann man das nicht beliebig machen, aber was du hier zu Beginn siehst, das macht durchaus Sinn, dass man zum Beispiel den Song so schrittweise aufbaut, beginnend in diesem Beispiel mit dem Rhythmus oder mit dem Schlagzeug, dann den Bass darüber legt und erst anschließend so das Gitarrenriff auf diesen Rhythmusteppich aufbaut. Ja, so geht es natürlich weiter. Da kannst du mit dieser Struktur spielen und im Endeffekt natürlich auch noch eine Stimme darüber legen, aber das lassen wir im Moment. Vielleicht noch ein letzter Blick so in diesen Bereich hier. Um präzise zu arbeiten, kann es dir helfen, nur ein Instrument anzuhören. Das wäre dann zum Beispiel mit dem Kopfhörersymbol. Du siehst, die anderen beiden Spuren werden ausgeblendet und du kannst so ein Instrument besser raushören. Und umgekehrt kannst du mit dem Lautsprechersymbol einzelne Spuren ausblenden und so das Zusammenspiel der restlichen Instrumente verfolgen. Selbstverständlich kannst du hier auch die Lautstärke jeder einzelnen Spur noch verändern und über die Effekte hier unten hast du weitere Möglichkeiten, mit diesem Song noch etwas
zu experimentieren. Ebenso hast du, wenn du dieses Equalizer-Symbol einblendest, noch viel mehr Möglichkeiten, die Effekte oder die Art des Tones noch zu bestimmen über die Höhen, Bass. Du kannst einen Hall noch reinbringen und da lasse ich dich jetzt einfach mal ein bisschen experimentieren.